So, kommen wir zu unserem Werbepartner heute und mit Bedacht gewählt und das geht Hand in Hand hier. Und zwar ist das die Thalia Bücher GmbH, der Buchhändler im deutschsprachigen Raum, würde ich mal sagen. Und da geht es um was ganz Besonderes und das gibt es jetzt eben auch für die Ohren. Das ist das Hörbuch Download Abo. Ja, ich bin total begeistert. Ich meine, Thalia Bücher GmbH, man kennt man ja nun wirklich, also die haben ja Filialen, Online-Shop, du kannst auf thalia.de gehen, das Sortiment ist groß, es gibt Bücher, E-Books, Tolino, E-Reader, Hörbuch und Hörbuch-Download, Spielwaren, Film und Musik, aber wir machen heute wirklich Werbung und zwar richtig gerne fürs Hörbuch-Download-Abo. Und da kann man bis einschließlich 31.08. 90 Tage gratis testen. Danach kostet es 9,95 Euro pro Monat. Das ist ja nun wirklich auch nicht die Welt. Ab 1.09. heißt es dann 30 Tage gratis testen und danach wieder die vorher schon angetexteten 9,95 Euro pro Monat. Richtig, und da könnt ihr Hörbücher runterladen und behalten. Also den Titel auch wirklich aufs Gerät packen. Riesige Auswahl von über 80.000 Titeln. On- und offline hören mit dem Smartphone, Tablet oder Computer, auch ohne Internetverbindung. Und ihr kriegt mindestens ein Hörbuch pro Monat. Ich als großer Freund der Hörbücher, als audiophiler Mensch, kann nur sagen, wunderbar, gerade auf langen Zugfahrten. Ich habe mir schon aufgeschrieben, ich werde mir das Hörbuch von Schiffsmeldungen runterladen. Herz der Finsternis wollte ich auch noch unbedingt runterladen. Ich find's wo gut. Gibt's das? Einmal in der App Store, das ist vielleicht am einfachsten. Ganz genau. Wir packen das nochmal alles in die Shownotes, da findet ihr die Links. Aber es gibt auch einen Kurzlink und zwar thalia.link/zärtliche-cousinen. Da findet ihr alles nochmal genau aufgelistet für die Cousinenhörer. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Ach, das gibt's doch alles schon wieder gar nicht. Und deswegen sage ich Moin Moin hier von der Waderkant, hier aus Hamburg, aus der Stadt von Heidi Kabel, Jan Vedder. Und wie hieß er hier noch? Ach, Opa, wie hieß er noch? Henry Wahl! Kannst du auch mal einen modernen sagen? Nee, habe ich auch gerade gedacht. Alle eint, dass sie tot sind. Dann bleibst du schon so mal moderner, sagst du sowas. Jan Delay, der eigentlich auch schon Opa ist, glaube ich. Ne? Ja, auch schon lange nichts mehr gemacht hat. aber hingebungsvoller Musiker, muss ich schon sagen. Er lebt für das, was er tut. Und ich habe Jan Delay mal erlebt bei, in welcher Show war es? Ich glaube, bei Lanz war es sogar. Er sollte zum Schluss seine neue Nummer spielen und er sagte, ey, lasst mich doch bitte die am Anfang spielen und ihr könnt es ja so zusammenschneiden, weil sonst bin ich so nervös die ganze Zeit, da kann ich hier an der Talkshow gar nicht teilnehmen. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, er lebt es auch und er will es und Leidenschaft und ja. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, du sagst, er hätte am Anfang gesagt, lass mich doch bitte mit diesem Scheiß in Ruhe. Das hat er wahrscheinlich gedacht. Ach, herrlich. Ja, dann grüße ich. Ich werde schon mal wieder in diese bedeutungsvolle, etwas hackige Stimme wechseln. Ich grüße den extraterrestrischen Botschafter und Präsidenten des Planeten Libido, seine Eminenz, seine Eminenz Cunilingus Longus Maximus, der Viertel nach Elfte im Sonnensystem links oben, dem besten, ausdauerndsten und geschicktesten Reitlehrer, den Bibi und Tina je hatten, wenn man einmal von ihren Betreuern im Pferdesport absieht, die weltweit wohlgeschätzteste Koryphäe des Wissenskomplexes Petersburger Schlittenfahrt, den Postillon d'Amour, den Welt-, Wald- und Wiesenmeister, den König der Löwenmähen, Monsieur Elegance, Seigneur Ombre Solaire, die Gesetzestafel der Comedy, der Mann, der ganz klar sagte, Moses kann nur ich spielen, denn ich bin ja auch ein Mehrteiler.
Es ist niemand geringeres als Don Atze Schröder, meine Damen und Herren, die Comedy-Bundeslade persönlich. Da war viel dabei. Da war viel dabei. Fangen wir direkt hinten an. Für einen Moment habe ich gedacht, du wolltest auf Märtyrer hinaus, aber Mehrteiler, wie geil ist das denn? Raffiniert, Herr Hohenleder. Ja. Sehr, sehr raffiniert. Jetzt weiß ich auch, wie du zu deinem zweiten Namen Edward kamst. Ja, du weißt, mit meinem fatalen Hang zu flachen Witzen und... Großartig, nein, warte, ich habe Planet Libido. Ich meine, das wäre mal eine Gastrokette, weltumspannend. Dann hat mir gefallen, Reitlehrer von Bibi und Tina. Ja. Wenn es nicht um Pferdesport, gerade um modernen Fünfkampf geht, nehme ich an. Und zwar ganz modernen Fünfkampf. Nicht den modernen, sondern ganz modern wird da noch davor gestellt. Pornografischer Fünfkampf. Und da habe ich nur auf Lady Di gewartet bei Reitlehrer. Oh Gott, ja, das war mir zu nah an der Realität. Kam die Petersburger Schlittenfahrt. Sag mal, kannst du das aufklären? Ja. Wo war das denn nochmal mit der Petersburger Schlittenfahrt? Ich weiß es nicht mehr, aber das ist doch, klär es bitte auf. Also, gib mir einen Moment der Einkehr, aber eigentlich kann es nur Simmel gewesen sein. Mhm. Ich glaube, es war nicht Konsalik oder Simmel, aber ich glaube Simmel. Weil Simmel hat ja dann unterm Strich rein literarisch betrachtet doch etwas qualitativer geschrieben. Ne? Und er wurde mal gefragt in der Talkshow, was es denn wäre, diese Petersburger Schlittenfahrt. Es ging ja wohl um eine Sexualpraktik, ne? Ja, die, genau. Was weiß ich, Natascha aus den Weiten Sibiriens, die auf Ivan traf, dem jungen Arzt, und dann kam es zur Petersburger Schlittenfahrt. Und wir über Generationen, und wir waren die, glaube ich, die am meisten davon betroffen war. Ja. Erotisch. Haben wir uns Gott weiß was vorgestellt. Zu Recht, denke ich. Absolut zu Recht. Und Simmel hat dann in seiner ureigenen Art in der Talkshow gesagt, wüsste ja auch nicht, hätte er sich einfach mal so ausgedacht. Ne? Also die Petersburger Schlittenfahrt muss jeder selber mit Leben füllen. Ja, und das ist das Großartige. Aber ich weiß noch, wie ich als Kind, ich weiß auch nicht mehr, in welchem Buch das war, ich habe es gelesen und habe mir aber trotzdem gedacht, mein Gott, was, das war fortan ein Mythos, der in unserer Generation weitergegeben wurde mit Raunen und vieldeutigem Blick. Also es gibt in der klassischen Musik gibt's ein Stück, die Petersburger Schlittenfahrt, aber das ist nicht gemeint. Ne? Also wenn du davon sprichst, meinst du nicht diese klassische Nummer, sondern die klassische Nummer. Ja, ich habe ja auch immer, als du eben angerufen hast und gesagt, können wir später aufnehmen, ich stecke im Verkehr fest. Ja. Das ist natürlich, das Komikerhirn sagt dann sofort, ach Gott, und ich dachte schon, du sitzt im Auto. Ja, ja, vor allen Dingen sagt dein Komiker-Instinkt, zuschnappen, zu beißen, Beißreflex. Natürlich, Beißreflex jetzt oder nie, mach ihn und selbst in der dümmsten, das ist ja auch meine Frau, die könnte dann manchmal ausrasten, wenn wir dann auch, was weiß ich, man hat so neue Bekannte kennengelernt und es kommt so eine Formulierung auf den Tisch und da kriege ich teilweise schon unterm Tisch so dermaßen eine gefeuert. Vorauseilend. Ja. Ehrlich. Und so einen Blick, weißt du, so einen kurzen, scharfen Blick von rechts, wo ich denke, oh, alles klar, ich klemme mir das wohl besser. Ja, großartig. Ich bin total begeistert. Also übrigens, um deinen Beißreflex nochmal weiter zu provozieren. Also Petersburger Schlittenfahrt gibt es als Musikstück, klassisches Musikstück. Und man kann, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Feuerwehrkapelle oder sowas hättest, ne? Ja. Oder die Bückeburger Jäger, auch eine bekannte. Ne? Dann könntest du, also ein Blasorchester sozusagen, ne? Ein Orchester, in dem auch... Natürlich. So. Das Bückeburger Blasorchester, ja, und das ist schon eine Assoziationskette. Ja. Da muss ich heute Abend mit Licht im Flur einschlafen. So, pass auf. Es gibt, ich habe es jetzt hier schnell eingetippt, man kann den Notensatz bestellen. Das heißt, wenn du mit deiner Feuerwehrkapelle
Hamm, Böhn jetzt dieses Stück spielen möchtest, könntest du einen Satz Noten, wo alles schon so verteilt ist für Posaune, für Hörner, für Tuba, für Schlagwerk, aber auch für die Trompeten und Klarinetten, ne, auch für die Holzbläser, kann man das bestellen, halte ich fest, im Blasmusikshop. Und das Beste ist, Zahlung auch auf Rechnung. Natürlich. Oh Gott, ist das alles so gut. Ja, das ist so gut. Pass auf. Petersburger Schlittenfahrt, Dauer 3 Minuten 10, wenn man sich an die Tempi, vorgegebenen Tempi hält. Musikverlag ja. Jelena, da geht's auch schon wieder los. No, dann zu bewältigen, na, man weiß ja nie, wie schwer ist die Nummer jetzt. Ja. Grad 3, mittelschwer. Genre Weihnachten und Advent. Ey, der ist doch wieder alles. Und der Komponist ist Richard Ellenberg. Aber nochmal für alle. Das meinte Till nicht. Till meinte von Simmel die Schlittenfahrt, die hinter verschlossenen, schweren verschlossenen Türen in einer Petersburger Hotelsuite mit schweren Vorhängen, die Tors geschlossen, die dicken Teppiche im Kamin hat Arnold, der alte Hotelpage, schon mal ein bisschen angefeuert. Zwei Negroni stehen bereit. Und deine Gattin nur mit dieser richtig dicken Fellmütze und einem Pelzmantel, der da sowieso rumlag, für den kein Tier mehr sterben musste, bekleidet. Ja. Jetzt drehe ich schon hier am Rad. Ich gehe lieber nochmal auf die unpassenden Bemerkungen zu. Das ist ja, ich weiß nicht, ob du hast dich da, glaube ich, immer ein bisschen besser gemacht. Achso, Entschuldigung. Ich kam in Schwärmen. Man möge mir verzeihen, aber du hast mich so angetriggert jetzt mit deiner Begrüßung. Ja, aber das war so. Als du das alles schon geschildert hast, da fing mein Notebook schon an zu schweben, was ich auch vor mir auf den Knien habe. Deswegen muss ich hier einschreiten. Da ist ja, du hast ja öfter mal was vor dir auf den Knien. Ja. Bitte, bitte, bitte. Immer nur mein Notebook. Immer nur mein Notebook. Immer nur am Tippen. So, ich weiß nicht, ich glaube, du bist da nicht so vom betroffen. Ne? Ich habe leider diesen fatalen Hang dazu, mich um Kopf und Kragen zu reden. So waren wir dann neulich auch. Ich will nur nicht mal sagen, dass es. Man hatte so neue Leute zufällig so über Eck kennengelernt. Ne? Ja. Und dann saß man, hatte man sich in der Stadt auf dem Käffchen zufällig getroffen. Und es wurde ganz einfach höflich abgesteckt. Ja, aber machst du das sowieso? Und sie sagte dann Homeoffice. Sie wäre im Homeoffice. Und ich musste sie natürlich alle bringen. Ne? Anderes Wort für Homeoffice mit 4 Buchstaben. Sofa. Er konnte es nicht lassen. Nein, er konnte es wieder nicht lassen. Und, Homeoffice ist ja auch ganz schön anstrengend. Ja, ich sage natürlich. Und es geht ja auch ins Geld. Literweise den eigenen Kaffee trinken, das eigene Papier bedrucken. Und meine Frau war schon wieder so. Kannst du nicht einmal deinen Mund halten? Sag doch lieber gar nichts. Ja. Manchmal wäre ich einfach nur froh, wenn du nichts sagen würdest. Ja, ja. Und ich weiß, dass sie recht hat. Und das ist auch die Zeit, wo ich dann wirklich zurückrudern muss. Und ich meine das ja auch gar nicht so. Ne? Das ist natürlich, ich sage das dann einfach, weil es amüsiert mich selber. Ne? Das ist so ein innerer Zwang, der dann einfach los muss. Ach ja, herrlich. Ja, ich kann es gut verstehen. Ich habe allerdings noch eine Frage. Ja. Ambre solaire. Ombre solaire. Ombre. Was war das denn nochmal? Das war eine Sonnencreme, ne? Ich frag nur. Ja, es war eine Sonnencreme. Ambre solaire. Und ich habe da einfach, was weiß ich, als meine Schwiegereltern damals vor 1999 nach Spanien emigriert sind. Ja. Ausgewandert sind aus Deutschland, Residentes geworden sind in Spanien. Da gab es immer so ein paar, natürlich so ein paar Klamauk-Wörter, die ich mir dann so übernommen habe. Ne? Bin ich dann einfach da durch den Supermarkt gelagert, durch den Supermercado gelaufen und habe dann einfach immer
Guten Tag, buenos dias, mi nombre es Hombre Soler. Und so ein Quatsch eben mal. Ne? Ja. War ja auch ganz, war ganz begeistert. Ach so, ich war ja so wie Hombre, so Mann. Ja, ja, Hombre, mi nombre, Hombre Soler und mit Händen und Füßen geredet, ne? Und natürlich okay. Immer nur un café con leche, feliz Navidad, und nur diese Scheiße, ne? Das war dann immer, wie hieß denn dieser Supermarkt noch immer? Feliz, der hieß Massimas. Genau, das gibt, glaube ich, so eine Massimas, so eine Supermarktkette, ne? Und dann bin ich natürlich immer durch den Laden gegangen und habe immer gesungen: Feliz Massimas, Feliz Massimas, Feliz Massimas, Prospero año y felicitas. Und mein Schatz war natürlich, spricht perfekt Spanisch. Ja. Und die war natürlich, die hat einfach immer nur auf den Boden geguckt und hat gesagt: Sei doch mal still. Sei doch mal ruhig, ne? Ja, wahrscheinlich hat sie ja eher so gedacht, halt die Fresse, ne? Ja, genau. Oder ein so ein super Supermarkt hieß immer Amica. Und kaum war ich drin, sang ich auch schon aus voller Kehle: Ich kaufe gerne ein, doch es muss billig sein. Amica. Also du hast jetzt von mir euren zweiten Beinamen, Edward Hombre Soler Hoheneder. Ja, ja. Ja, warte, dann will ich dich auch mal schnell begrüßen. Ich will natürlich gerne gleich wissen, wie es am letzten Freitag war, deine Aktion. Ja. In Hamm zugunsten der Kinderschwimmhilfe, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber das kannst du ja gleich erklären. Ne? Passt also schon, auf jeden Fall hast du eine Veranstaltung als federführender Veranstalter und Mann, der sich um alles kümmert, gemacht, um Geld zu generieren, damit Kinder schwimmen. Und deswegen habe ich dir heute ein Gedicht gewidmet. Oh, wie schön. Halt dich fest. Ich halte mich fest. So, und Moni kommt schon um die Ecke. So, jetzt hast du ja sie ja letztens kennengelernt. Du weißt ja, wie gut gebaut sie ist. Sensationell. Und sie aber auch nicht nur, dass sie ist ja auch so klug. Ja. Sie weiß ja, dass ich immer beschreibe, was ich sehe, und hat sich tatsächlich heute einen Bläser. Achtung, der Weißreflex. Meine Frau wünscht sich zu Weihnachten einen schwarzen Bläser. Wer wünscht sich das nicht? So heißt es, glaube ich, in der Comedy, ne? Entschuldigung, den konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Das ist die albernste Folge, die wir, glaube ich, seit Monaten aufgenommen haben. So, also so ein Bläser, quasi ein Sakko-ähnliches Teil. Oh Gott, egal, was ich jetzt hier sage, es wird alles falsch verstanden. So, was ist das, Moni? Ja. Also grüß dich schon mal. Ey, du musst dir mal vorstellen, jetzt hat die diesen, sie hat so einen dunkelblauen, Yves Saint Laurent. Zweireihig, sehr auf Figur. Da drunter eine Leggings und Stiefel, so richtig massive Stiefel. Boah, sieht das gut aus. Hammer. Zieh mal einen Blazer aus. Ja. Ach, guck mal, was ich vorher noch als Pullover bezeichnet hätte, ist aber so ärmellos. Jetzt kommen die trainierten Schulter richtig raus. Toll. Ja, danke, Moni. Danke. Ein Wasser mit einer Zitrone. Naja, okay, gut. Demnächst auch mal wieder ein Riesling, ne? Dankeschön. So, jetzt huldige ich erstmal Till für seinen Einsatz für die Kinder. Nicht nur in Hamm, sondern weltweit. In Petersburg ist Pferdemarkt. Da muss ein Mann doch hin. Ich wünsch dir eine schöne Zeit. Geh vorher aber mal zur Ärztin. Bum, bum, es hat gemüllert. So sagt man allgemein. So ein wie unseren Gerd. Den findst du nicht wieder. Der hatte es im Bein. Doch einer, der ist auf anderen Ebenen. Der Bomber der Nation. Auch seine Skills sind die gottgegebenen. Wenn auch mit zu viel Testosteron. Die Kinder im Land sollen schwimmen lernen. Das ist es, was er will. Danke für letzten Freitag in Hamm. Mille grazie, mein lieber Till. So, warte.
Hier brandet Szenenapplaus auf in der Jury. So, ach guck mal, sogar Moni verdrückt hier gerade eine Träne. Sehr mitfühlendes Wesen. Ja. Ganz, ganz liebe Grüße. Ja. Ich sie formt ein Herzchen für dich hier. Ah, wunderbar. Und zurück bitte. Ich hätte sie natürlich gerne in Üffes Kleid gesehen. Ja. Üffes Üffes Rocher. Ja, genau. Und Üffes Saint Laurent. Ja, wie war das? Ich würde sagen, ein Erfolg. Es war ein Erfolg. Es war, ich muss erst mal sagen, dass das Wetter Gott sei Dank mitgespielt hat. Das ist ja schon mal für eine Open-Air-Geschichte gar nicht mal so schlecht. Ach so, es war Open-Air. Ja, ja, es war Open-Air auf der Waldbühne in Hamm. Die Bühne ist mir völlig unbekannt. Was ist das? Ja, was wird normalerweise da gegeben in Nicht-Krisenzeiten? Und zwar vor 120 Jahren haben die Gebrüder Funke so eine Amateurschauspielertruppe gegründet am Hessener Wald und haben da eben halt so ein Theater und so eine Amateurtheatertruppe und ein Theater aufgebaut. Und das ist im Laufe der über 100 Jahre zu einer festen Institution in Hamm und Umgebung geworden. Ja. Mittlerweile steht da eine Tribüne, eine überdachte für 1700 Leute und Kulissen stehen da und es ist eine tolle technische Anlage und Licht. Und es wird aber alles von ehrenamtlichen Amateuren betrieben. Und selbst der Bürgermeister oder langjährige Bürgermeister von Hamm, Thomas Hunsteger Petermann, macht da mit, viele Leute machen da mit, reiche, kleine, große, dünne, liebe, jegliche Couleur hast du da und ist ganz toll. Also als Hammer, man kann das gar nicht wirklich genug loben. Die spielen dann My Fair Lady, Pippi Langstrumpf, Vicky und die starken Männer oder eigene Musicals. So eine Freilichtbühne im klassischen Sinne. Eine Freilichtbühne im klassischen Sinn. Ja. Und dann haben wir losgelegt mit so Klassikern. Wie Call Me Mr. Wayne. Ja, genau. Pump Up the Jam. Und Going to Ibiza. Und natürlich nicht zu vergessen, Hello Again. Da kommen wir aber später noch drauf. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Und wir hatten ein wunderbar, ich meine hier der Drummer von uns ist Jürgen Friesenhahn, früher Rocktheater Nachtschicht. Ich würde mal sagen, einer der 10 besten Drummer Deutschlands. 100 Pro. Ich bin auch großer Friesenhahn-Fan und er hat es einfach. Er hat es. Ja. Und dann war zu Gast Helmut Krumminger, lange Jahre gewesen, einer der 3 großen ostfriesischen Gitarristen. Karl. Entschuldigung. Ja, das klingt. Ja, das musst du ausfüllen, aber da warst du ja eh gerade dabei. Ja, ja, genau. Also Karl Kalten, den wir natürlich alle von Vitesse kennen, von Udo Lindenberg, Peter Maffay, von seiner eigenen Band, Karl Kalten und den Songdogs. Ja. Wo hat er nicht gespielt? Bei Mother's Finest schon eingesprungen. Und dann gibt es noch Georg Göbel, den viele als Ozzy Ostermann kennen. Von wie, der ist aus Ostfriesland? Ja, 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 ja. Ach, ich dachte, der wäre was echter Ruri. Nix da, Georg Göbel. Und der, Georg, hat sich vor zig Jahren mit dem Helmut Krumminger, der jetzt bei uns zu Gast war, auf den Weg gemacht aus Ostfriesland und sind nach Köln gefahren, um Profimusiker zu werden. Die beiden. Und der Helmut ist ja dann relativ schnell bei Wolf Mahn und den Deserteuren gelandet. Ja. Auch Spitzentruppe, ne? Und ist dann zu Bab gegangen, nachdem der Major ausgeschieden the Major. Ist. Bei Bab the Major. War der Helmut 15 Jahre bei Bab, hat viele Stücke geschrieben, hat dort Leadgitarre gespielt und war jetzt bei uns zu Gast. Ach. Und der war auch ganz begeistert vom Jürgen. Hat der sofort zugesagt? Ja, ja, ja. Ach ja, es spricht sich ja. Guck mal, bei uns war der Ali Neander von den Rotgau Monotones, der Mirko Michalczyk von der Ina Müller Band. Wir hatten, wen hatten wir nicht? Olli Dietrich. Andrea Schmidt-Mattel. Inga Rumpf. Inga Rumpf. Es spricht sich einfach in den Kreisen rum. Die tauschen sich ja auch aus und sagen, hör mal, geh da bloß nicht hin. Oder die sagen alle, hör mal, wenn der dich mal einlädt, geh da hin. Super familiäre Atmosphäre, die Band kann was.
Ja. Das wird ein launiger Abend. Und so war es auch. Der Helmut war total begeistert. Der war hier auf Gut Kump, habe ich den untergebracht. Da in diesem wunderschönen Landhotel. Haben die auch gesponsert? Ja, die haben mir auch geholfen. Ah, okay. Und ja, und der Helmut an der Gitarre ist natürlich ein Tier. Ein Tier. Und hat da so ein wunderbares John Mayer-Stück ganz alleine gesungen zur Gitarre. Slow Dancing in a Burning Room. Ja. Bah, du, da hättest du aber. Ach, er singt auch noch gut. Ja, er singt auch noch Verdammte gut. Verdammte also Scheiße. Ey. Ja, er ist Komponist, er ist ein guter Sänger. Und dann hat er ganz alleine diese John Mayer-Ballade da in den Nachthimmel rausgejagt. Du, da lief's mir vor Begeisterung wirklich eiskalt den Rücken runter. Ja, dann hatten wir viel Spaß. Dann kam Herbert Knebel und hat dermaßen auf die Tube gedrückt. Der hatte auch so richtig Bock. Der wollte es wissen. Ja, lange nicht gespielt. Dann, ganz genau. Und der trat aber auch voll. Der war mit dem Gaspedal schon auf der Straße. Ja. Und danach kam die Central Park Band. Die machen A Tribute to Simon und Garfunkel. Und das habe ich ja, glaube ich, schon mal angetextet. Als ich die das erste Mal eingeladen habe, stand ich draußen am Bratwurststand. Ja, wo sonst? Ja, ja, weil ich ja, du weißt ja, ich bin da ja nur in Action und habe gerade gedacht, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, irgendwas zu essen und kurz Atem zu holen. Stehe am Bratwurststand draußen und drinnen höre ich Musik. Und ich denke so, das ist eine Simon und Garfunkel Tribute Band. Wieso spielen die vor ihrem Auftritt denn eine CD mit Miss Robinson? Und ich denke so, hä, das macht doch keinen Sinn. Ich habe die Bratwurst sein lassen, bin reingegangen und habe festgestellt, das ist keine CD. Das sind die. Ja. Hey, die Stimmen. Atze, du glaubst es einfach nicht. Wenn die anfangen, Graceland, ist egal, Late in the Evening, Sound of Silence, Mrs. Robinson, You Can Call Me Al. Du drehst durch. Du glaubst, du kannst es einfach nicht, du packst es nicht. Eine sensationelle Band. Ja, und da kannst du dir natürlich vorstellen, die Zeit verging im Fluge. Um 23:45 waren wir fertig mit allem. Ein ellenlanges Konzert, aber nur glückliche Gesichter. Mehr kann man nicht sagen. Glückliche Gesichter, glückliche Künstler. Ich bin stolz auf dich. Bisschen, ja, ich war stolz auf alle, die eine Karte gekauft haben, auf alle, die sich den Arsch abgeprobt haben, um da eine tolle Performance abzuliefern. Und ich freue mich natürlich, dass diese Geschichte Hamm kann schwimmen, dass wir Seepferdchenkurse da bezahlen können, dass das geklappt hat. Ja, großartig. Nochmal sei hier angemerkt, insgesamt in Deutschland können immer weniger Kinder schwimmen, also Tendenz abnehmen. Und das ist wirklich oft lebensbedrohlich. Deswegen, ich finde das total geil, was du da gemacht hast und von mir auch den vollen Applaus. Ja, ach, du weißt ja, es gibt immer die Laberei, man müsste mal eigentlich. Ne? Ja. Und ne? Wenn ich das ganze Elend da immer sehe, dann müsste man ja eigentlich mal da hingehen. Und du weißt ja, ich kann dich da ja auch gar nicht genug loben. Du bist ja mehrfach in Ghana gewesen für Madame Fogana. Du engagierst dich permanent für den Roten Keil. Kannst du gleich auch nochmal erklären, was das ist? Ja, also ich kann ja, das hat mich auch inspiriert. Und wir beide haben oft für Herzenswünsche so viele Sachen gemacht. Ja, sollte man eigentlich viel öfter einfach sagen, ich mache das jetzt, Punkt. Es geht ja darum, jeder kann ein bisschen was machen, egal in welchem Bereich. Genau. Und jetzt sagt man, Kindern Schwimmen beibringen. Aber hallo, natürlich. Ne, wir haben uns auch schon für andere Sachen eingesetzt. Aber das sind so viele kleine Sachen und jeder kann ein bisschen was tun. Und bitte macht was. Ja, und das ist es. Ich möchte auch niemanden dissen, der jetzt irgendwas zu verschiedenen Themen postet. Und weil viele sind anständige Kerle und anständige Frauen. Ja. Aber es geht eben halt, weißt du was, jetzt ohne Scheiß, die Organisation mit dem Veranstalter, mit Vibe Factory, eine Woche lang kümmere ich mich um jeden Scheiß und am Veranstaltungstag bin ich um 3 Uhr da
und fahre um 13:30 nach Hause. Und, ja, wie ging es dir denn da nachts? Das wollte ich dich eigentlich fragen. Jetzt mal ganz, ganz praktisch. Ich habe dich ja die Woche über erlebt. Das war echt viel Arbeit, das habe ich, wir haben ja nicht drüber gesprochen, so richtig, aber ich habe ja gesehen, wie dann der Anruf wieder kam, die Mail musste beantwortet werden, das hattest du zu tun. Genau. Wie war es, als du nach Hause kamst um 13:30? Ich war also völlig auf Speed, auf Körperadrenalin und gleichzeitig völlig erschöpft. Und das ist so die Härte, ne? Ja. Du hast das Gefühl, wenn du dann nach Hause kommst, du kannst nicht mehr, dann liegst du aber im Bett und es rauscht. Ja. Ja. Und ich habe einfach 3 Braillant-Tabletten reingeschrubbt, habe mir noch ein Gläschen Champagner eingeschüttet und bin dann glücklich und zufrieden eingeschlafen. Sehr schön. Ja, da musst du ja so viel um die Ohren gehabt haben. Ich habe ja so ein paar Bilder von der Bühne gesehen. Du hast es ja anscheinend auch dann nicht mehr nach Hause geschafft, um dir Bühnenklamotten anzuziehen. Und du hast mir so leid getan. Auf diesen Bildern hast du mir so leid getan. Du billiges kleines Flittchen. Also mit dieser, ich sag nur, grün und blau schmückt die Sau. Also sowas. Du, ich sah wirklich gut aus, ich weiß. Nee. Du, die Herzen. Das sah überhaupt nicht gut Herzen, aus. Das passte überhaupt nicht Herzen zusammen. Das passt ja überhaupt nichts, passt da zusammen. Ja. Weil ich einen Scheiß drauf gebe, ob das zusammenpasst oder nicht. Ja, offensichtlich. It's me, myself and I. Ich bin das Konzept und nicht die Kleidung. Ja, aber da muss ich als Seniorpartner mal sagen, ey, das geht so nicht. Die Leute tuscheln hinter deinem Rücken. Super aus. Ja, weil ich so gut aussah. Nee. Ich konnte mich kaum retten. So, Leute, wir stellen die Fotos, Ich habe sie ja schon gesehen. Es ist ja, furchtbar. Du tust alles. Nein, das stimmt doch einfach nicht. Das ist doch kein Konzept. Um die Palme zu bringen. Man muss sich doch wenigstens mal überlegen, was ziehe ich jetzt an? Ich habe doch nichts gegen lässige Mode, aber doch nicht so. Ey, dieses Sweatshirt, dieses hellblaue Sweatshirt, ein Traum. Ja, wunderbar, die Hose, wunderbar, aber das beides. Allerfeinste Bio-Ware. Das beides kombiniert, geht doch nicht, das siehst du das gar nicht. Natürlich geht das, das sagt mir der Richtige. Ey, die Grundlagen der Farbenlehre, jetzt reden wir erstmal über dich, mein Freund. Weißt du, also Hut ab vor deinem ganzen Schaffen, aber dann optisch da so alles. Und das zeigt wirklich, was du für ein bösartiger Mensch bist. Reden gerade über dich. Nach vorne baust du mich auf und dann kommt der Kick hinten in die Kniekehlen rein. Das ist die einzige Sprache, die du verstehst. Zerstörung, Boshaftigkeit, Intrigantentum. Ich bin doch so nicht rumgelaufen. Du bist für mich der Kardinal Richelieu der Comedy. Das bist du. Aber mach was anderes. Hab ich diese Woche zum ersten Mal gehört und auch gelernt. Wir haben ja hier schon von Bodyshaming und so weiter gehört, aber Kinky-Shaming oder Kink-Shaming. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ja, jetzt habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal gehört. Und zwar, da geht es darum, Kink-Shaming, dass du, also K-I-N-K, dass du Leute, dich über Leute lustig machst aufgrund ihrer, sagen wir mal, nicht ganz im Mainstream entsprechenden Sexualität. Na? Aha. Also, Kinky beschreibt im allgemeinen Sprachgebrauch sexuelle Praktiken, Konzepte oder Fantasien, die von der Mehrheit als ungewöhnlich eingestuft werden. Ja? Jetzt kann man sich da eben, Kinky-Shaming heißt eben, sich über solche Leute lustig zu machen. Und das habe ich jetzt gelernt, übers Wochenende. Ja, Wahnsinn, aber das, ich meine, da muss man ja auch wahrscheinlich sagen, dass damals reichten ja schon wilde Tätowierungen aus. Ja. Da bellt natürlich heute kein Hund mehr hinterher, ne? Nee, absolut. Heute bist du ja eher, wenn du mal nicht tätowiert bist, da fragen sich ja schon die meisten, was ist da los? Fällt ihm nichts ein? Hat er kein Edding? Aber hast du vorher auch noch nie gehört, ne? Nee, kannte ich auch nicht. Kinkshaming. Ich komme da aber auch nicht mehr ganz so mit, lass mich aber immer wieder sehr von meiner reizenden 16-jährigen Tochter aufklären, was da alles los ist. Ach so, ja. Aufforderung. Wer was beizutragen hat zum Thema Kink-Shaming,
sollte uns bitte schreiben. Also jetzt aber ernst gemeint, jetzt nicht drüber lustig machen, sondern absolut. So, ich lese nochmal vor. Kink-Shaming beschreibt die Abwertung einer Person aufgrund ihrer sexuellen Vorlieben. Etwa, weil sie sexuell erregt wird, wenn sie eine bestimmte Kleidung trägt oder gefesselt wird, also einen Kink hat. Kink-Shaming findet zum Beispiel statt, wenn die Art, wie eine Person ihre Sexualität auslebt, als Grund angeführt wird, dass sie ein schlechter Mensch, inkompetent oder nicht bei Sinnen sei. So, haben wir das mal erklärt. Leute, da, und dann ist das Schöne, hier auf der Höhe der Zeit, ja. Vielleicht könnte hier so eine Rubrik werden, dass wir immer mal, ich hatte es noch nie gehört vorher. Ja, und jetzt sind wir auf der Höhe der Zeit, pass auf der Höhe der Zeit, jetzt kommt schon das Paradoxon, auf der Höhe der Zeit wähnte ich mich auch, als ich neulich den Fernseher anmachte, analoges Fernsehen, Kopfschütteln bei vielen Leuten, pass auf, und auf einmal sehe ich eine Werbung und ich dachte, ich müsste irre werden. Ich dachte erst, ich bin in irgendeiner Soap gelandet. Howard Carpendale kommt mit einem... Wir sind aber jetzt beim anderen Thema. So, ne? Ich bin jetzt nicht bei Bodyshaming. Ich beschreibe nur das, was ich gesehen habe. Ein sehr, sehr großer Kopf füllte den Bildschirm meines Fernsehers aus. Ja. Und ich erkannte den Kopf. Und Howard Carpendale betritt eine Praxis und sagt... Hello again. Nee. und die Sprechstundenhilfen sagen auch, ja, schön, Sie mal wiederzusehen. Und ich mach's kurz, es ging darum, zweite Impfung, Ärmel hoch, ein Werbespot. Die Jugend begeistern. Du hast es nicht. Und ich sitze auf Höhe, jetzt merkst du den Bogen zu auf Höhe der Zeit. Ja, ja. Und ich sitze da völlig apathisch, wie gelähmt vor diesem Fernseher und denken mir einfach nur, das ist nicht euer Ernst, oder? Ihr wollt ja doch nicht mit diesem rüstigen Rentner irgendjemand überzeugen, dass er sich impfen lässt, oder? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Da sind wir wieder, ich fühlte mich so erinnert an Maffei bei der Nationalmannschaft, bei den 18-, 19-, 20-Jährigen. Ja. Und jetzt siehst du, hello again. Ah, Herr Carpendale, schön, dass Sie da sind. Ja, ich sag nur hello again. Ärmel hoch für die zweite Impfung. Das ist doch nicht wahr, ey. Ja, und da habe ich nur gedacht, Deutschland... Und das war ein Werbespot. Ja, das war ein Werbespot. Und ich habe nur gedacht, Deutschland, das sieht nicht gut aus. Wir brauchen mehr wir brauchen mehr Geimpfte, aber so... Eieieiei, auf Höhe der Zeit. Ja, einen 75-Jährigen genommen, kann man machen, ne? kann man machen. Aber die 75-Jährigen, die sind glaube ich, bei der Impfung nicht so das Problem, glaube ich, ne? Gestern auf Arte habe ich in eine Dokumentation reingeschaut, die jedem nur ans Herz legen kann. Nämlich Vietnam hieß die. Vietnam. Ja, und die Sprecher waren unter anderem Volker Lechtenbrink, Joachim Krohl. Ja. Und es war so gnadenlos gut. Über den Vietnamkrieg, über die ganzen politischen Sachzusammenhänge mit Live-Berichten zusammengeschaltet, kommentiert. Ich konnte nicht anders. Ich war todmüde, aber ich musste das zu Ende gucken. Sensationell. Bilder, Berichte, die ich noch nie gesehen habe. Kommentare, Einordnungen. Unglaublich. Also auch hier das damalige Versagen der US-Politik, was sich jetzt wie ein Hohn widerspiegelt in Afghanistan. Aber wie sowas passieren kann und kommen kann und sich entwickelt, konntest du da auch nochmal sehr gut nachvollziehen. Bitte schau es dir an oder auch, wenn ihr geschichtlich interessiert seid, Vietnam auf Arte. Top, top. Ja, und dann kam ich auf Folgendes und das würde ich jetzt wiederum zusätzlich begeistern. Am selben Tag, also auf Elvis Todestag, hatte Wolfgang Völz Geburtstag. Er wäre jetzt 91 geworden, wenn er nicht schon von uns gegangen wäre. Ja, Wolfgang Völz, den die meisten nur als Captain Blauberg kennen. Oder die Älteren von Raumpatrouille
Raum Batulli Orion, als Orion noch kein Sexshop war. Genau, und zwar Dietmar Schönherr zusammen. Und für beide war es, glaube ich, der Höhepunkt der Karriere, Raum Batulli Orion. Dann Edgar Wallace hat er, dein Graf Joster. Ja, Graf Joster gibt sich die Ehre, da war er doch der Chauffeur, ne? Ja, und die Jüngeren kennen ihn natürlich als die Stimme von Captain Blaubär, ne? Und wir beide, die dem norddeutschen Idiom doch sehr zugetan sind, das war doch was, ne? Ja, aber sagt man jetzt eigentlich Raumschiff Orion oder Orion? Von der Betonung her. Ja, das ist eine gute Frage. Da stehe ich am Schlauch. Leute, wenn ihr es wisst, schreibt uns an mail@zärtliche-cousinen.de. Raumpatrouille. Ey, sag mal, wusstest du, dass Wolfgang Völz auch die deutsche Synchronstimme von Peter Ustinov war? Ja, selbstverständlich. Herrlich, oder? Ja. War er es auch in dem Film Quo Vadis? Von Ustinov? Das würde mich mal interessieren. Kannst du das bitte gerade mal googeln? Weil es sind da gibt es immer so Versatzstücke. Irgendeiner sagt Quo Vadis und dann muss ich praktisch wie aus einem inneren Zwang raus sagen: Petronius, mein Freund. Ich weiß. bist du Christ? Bist du Christ, Petronius? Man bringe mir die Tränenvase. Eine Träne für mich. Ja, und ja. Eine Träne für Petronius. Ich glaube, nie hat er besser gespielt, Peter Ustinov, als in der Nummer. Petronius, mein Freund. Und dann natürlich nicht zu vergessen: Oh, loderndes Feuer. Oh, göttliche Macht, oh, alles verschlingendes Flammenmeer. Schade, dass ich jetzt nicht so eine mies gestimmte Harfe habe, die man da weißt du, noch so schreddert irgendwie. Ne? Gott, ey. Das habe ich als Kind gesehen und ich war so fasziniert von diesem großen, grausamen Baby, was er da so dargestellt hat. Ja. Absurd. Also, unglaublich, ey. Peter Ustinov, toller Typ. Ja, absolut. Und ja, du möchtest gerne wissen, ob ich weiß es nicht. Ganz lässt sich so schnell nicht verstehen. Er hat den Kaiser Nero gespielt. Ja. Ja. Neulich habe ich noch ein Interview mit dem Geschäftsführer dieses Luxushotels in Hamburg gelesen, nämlich der vier Jahreszeiten. Ne? Mhm. Ach so, und, Ingo. Ingo Peters. Ja, und das war ein zauberhaftes Interview. Das war klug, das war lässig. Toller Kerl, das war, übrigens. Toller Ja. Ich habe es mit Begeisterung gelesen. Und der erzählte nämlich auch von so Reichen und Superreichen, die da die letzten 1,50 Theater machen. Beim Parkhaus und die auf die Bäume gehen, wenn ihr Zimmer nicht bezugsfertig ist. Und dass solche Leute wie Peter Ustinov, der hätte das einmal gehabt, ein Gast hätte ein riesen Theater gemacht, weil er das Zimmer haben wollte, in dem aber jetzt Peter Ustinov war. Und Ustinov hat dann einfach gesagt, ach, das ist doch gar kein Problem. Dann gehe ich da einfach eher raus, dann setze ich mich einfach da in die Lobby auf dem Sofa und trinke noch ein Tässchen Kaffee. Und er sagte eben halt, je größer der Weltstar, desto öfter wäre es eigentlich so, dass die Leute dann viel entspannter werden. Dass einfach nur die Geschisser sich aufblähen würden. Wem sagst du das? Wem sagst du das? Die wahren Weltstars, so wie wir beide. Ja, die gehen einfach am vier Jahreszeiten vorbei. Ja, die sind volkstümlich. Ich habe es immer gesagt, wir sind Weltstars mit Herz. Ganz genau. So, um die Frage jetzt endgültig zu beantworten. Alfred Baltoff hat ihn gesprochen als Kaiser Nero. Ja, siehst du, das war eben halt nicht Völz, weil dafür war die Stimme, glaube ich, zu hoch und zu ja, es zu ging grotesk. Auch, man darf nicht vergessen, Völz war in den Jahren auch noch ganz anders drauf. Der war Kabarettist und bei den Stachelschweinen und hat sich immer als linke Socke bezeichnet. Ja, ja, der war zu aufrührisch, als dass er da mitgemacht hätte.
So, und jetzt, wenn wir schon bei diesen ganz Großen sind und wir müssen ja auch langsam zum Fußball, einmal kurz zum Fußball rüberblenden. Ach, Gott. Denn, Gerd Müller ist gestorben. Ach so, ja, oh, der war ja dein Held. Komm, schnell, schnell feier ihn schön ab. Ich muss wirklich sagen, er war wirklich mein Held. Ich glaube, er war für viele einfach der Held. Und selbst die, die keine Ahnung vom Fußball hatten, haben ihre Kinder, die vorm Fernseher gelitten haben, gesagt, warte, nicht weinen, der Müller, der macht gleich noch einen. Ja, und komischerweise, weil er hat ja quasi im Alleingang Bayern München um 3 Ligen nach oben gebracht, zweifelt keiner, nicht mal Hoeneß. Und trotzdem muss man sagen, dass man, wenn man sich so selber erforscht, doch den Gerd immer im Nationaltrikot sieht. Ja. Er war unser Nationalgerd sozusagen. Ne? Ja, ich meine 68 Tore in 62 Länderspielen ist natürlich auch irgendwie Ding. Ja, und wie du schon sagtest, ne? Oma sagte, der Müller, der macht gleich noch einen. Ne? So, und aber du siehst ihn vor deinem geistigen Auge doch immer in diesem weißen Trikot mit der schwarzen Hose ne? Und den dicken Beinen. Ja, unglaublich. Und mir hat am besten gefallen, ich habe sehr viele Artikel gelesen und mir hat am besten der Spruch von Paul Breitner gefallen. Die anderen waren ja gerne mal salbungsvoll. Und Paul Breitner hat natürlich sehr schnodderisch, lakonisch, schnodderig gesagt. Sei doch mal ehrlich, das damals, das war doch alles der Gerd. Ja. Punkt, oder? Ja, 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 ja. Übrigens, ich habe dieses Zitat auch gelesen von Paul Breitner. Und dann ruckzuck war ich bei der Liste, was ein Paul Breitner heute kosten würde. Ablöse, also Marktwert, 65 Millionen. Wahrscheinlich würde noch mehr für ihn bezahlt, aber er legt bei 65 Millionen. So. Ja, und der ist doch damals zu Real Madrid gegangen, ne? Und da hat er doch auch schon. Und dann, als er, glaube ich, zurück nach Braunschweig gekommen ist, zu Eintracht Jägermeister Braunschweig, hat er doch, glaube ich, auch, die haben doch auch 1 Million für ihn bezahlt, ne? Ich erinnere mich vage, ich war ja damals noch ein Baby. Aber, pass auf, der Lars Röbel, auch eine Cousine und Sportchef von Sky, der hat doch, der freut sich doch immer, wenn ich den Peter Alexander mache. Ja. Und darum mache ich ihn jetzt auch noch einmal und ich singe mein meine Damen und Herren, einen meiner größten Hits und ich zitiere aus einem meiner größten Hits und sage einfach nur, pump up the jam, pump it up. Pump it up, yo, pump it up. Pump up the jam. Pump it up, yo, pump it. Pump up the jam. Pump it up. Pump it up, yo, pump it up. Pump up the jam. Pump it, pump it, pump it. Yep, pump up the jam. Pump up. Meine lieben Freunde, ich könnte auf ewig so weitermachen, denn es ist ein toller Text, meine Damen und Herren. Und er heißt einfach nur, ich pump sie hoch, die Marmelade. Oder vielleicht auch, wenn sie mögen, meine lieben meine Damen und Herren, die Konfitüre, pump sie hoch, die Konfitüre. Und ich freue mich, dass der Lars mir einen Link geschickt hat zu einem meiner großen Hits, der hat er in Vergessenheit geraten wäre. Und zwar den Fußball-Rap, meine Damen und Herren, den ich bei Wim Tölke, bei meinem großen Freund Wim Tölke in der Sendung Der große Preis am 8. Mai 1986 gemacht habe. Und wenn Sie da mal reinhören möchten, meine Damen und Herren, ich glaube, beschissener geht's nicht. Achtung. Ja, ich höre zu. Schießt dann jeden Ball mit einem Riesenknall vom eigenen Tor bis weit ins Mittelfeld hinein. Und unser Regisseur, für den ist gar nichts schwer, einen eleganten Ball, als ob es gar nichts wäre. Die Gegner laufen vor ihm her, als würden's Hasen sein. Er denkt, hey, an dir kommen wir vorbei. Ha, ha, da waren's schon zwei. Sieh, es ist also wie Flick. Freunde, macht das nochmal, lasst die anderen nicht vor euch an den Ball, denn nur dann ist eine Chance auf den Sieg. Okay, olé, Mensch, ich muss hier abbrechen, weil Leute. Das Beste ist einfach seine dämliche Pfanne dabei. Ey, und die,
wie er die Augenbraue hochzuckt und natürlich mit dem Finger und mit den Hüften schwingt und das Ganze ist, du sitzt einfach fassungslos davor und kannst selbst 1986 wirst du es mit Entsetzen geschaut haben und er fühlt sich wahrscheinlich wie Grandmaster Flash and Flash. The Furious Five. Ganz genau. Und es ist einfach so schmierig, spießig, aufgesetzt, widerlich. Es spottet wirklich jeglicher Beschreibung. Der Fußball-Rap, ich werde es in die Shownotes packen. Ja, ist das vielen geil. Dank, Lars, für diese 3 Minuten Entsetzen pur. Es macht selbst so eine Nummer wie I've Got the Power oder Pump Up the Jam. Es macht selbst Tim Bensko einfach unheimlich Street-Credibility würdig. Tim Bensko. Man kann, das ist alles was, wo man wirklich, ach, Kiddas, ey, ich muss wirklich sagen, hast du unsere Zuschriften gelesen? Die waren ja auch toll. Ich wollte darauf zu sprechen kommen. Ich bin mir sicher, dass du die 3 wichtigsten, genau wie ich, rausgefischt hast. Ja. Und da müssen wir drüber reden. Das hat's in sich, oder? Ja, unglaublich. Wir fangen mit der harmlosen an, okay? Ja. Cousine Katie hat uns geschrieben und zwar aus Sydney, Australien. Und ja. Ey, wirklich, da bin ich immer so begeistert, weil da bin ich ja leider auch ein Kind meines Jahrgangs. Ja. Das ist für mich nach wie vor manchmal unbegreiflich, dass jemand uns in New York, im Vietnam, im Dschungel oder eben halt in Sydney einfach hören kann. Die liebe Kathi schreibt uns, ja. Ja, ich bin durch den Podcast von Atze und Leon, also Betreutes Fühlen, auf die zärtlichen Cousinen gekommen und höre ihn jeden Tag während meines Lunchwalks. Ich habe selten so laut gelacht, zum Teil einfach herrlich. Wir haben gerade schon seit 7 Wochen Lockdown und da bringt euer Podcast mir echt Freude. Dankeschön. Lebe seit über 10 Jahren hier und kann Till verstehen in Sachen Wärme und Meer. Daher ein Foto vom berühmten Bondi Beach aus der Sicht von Bondi Icebergs, wo man im Ocean Freibad schwimmen kann. Allerdings ohne Gesocks, schreibt sie hier mit Zwinker-Smiley. Ja. Denn sowas gibt's natürlich in Anführungsstrichen in Bondi Beach nicht. Zwinker-Smiley. Und dann siehst du dieses Bild und ich bin geflasht, ne, von diesem Ocean-Freibad. Boah, ist das toll, ey. Ja. Großartig. Katie, vielen Dank. Aber ich finde es so lustig, was sie dann schreibt. Was schreibt sie denn noch? G-Day. Ja. G-Day aus Sydney. Was hat sie denn noch geschrieben? Habe ich irgendwas übersehen? Warte, sie schreibt doch, dass sie hat noch ein Bild geschickt von so Jungs in engen Radlerhosen. Ach ja. Das sind die Jungs, die mit gepolsterten Nylonhosen Fahrrad fahren und zwar meistens im Pack und eine ganze Straße einnehmt. M-A-M-I-L, also Mamil. Ja. M-I-M-I-L, so nennen wir sie hier liebevoll, steht für Middle-Aged, so wie wir, Man in Lycra. Geil, Middle-Aged Man in Lycra. Dachte, das wäre was für euch. Ja, liebe Kathi, super. Bondi Beach war ich übrigens auch schon bei den legendären Rettungsschwimmer von Bondi Beach. Ja, und das ist wirklich, da muss man mal gewesen sein, ja. Also heißt Bondi, nicht Bondi, Bondi. Ah, okay. Ja. Aber die Fotos sind toll und natürlich auch, ja, siehst du, den Nachtrag habe ich da nicht gesehen. Super, dass du aufgepasst hast. Ja, tolle Zuschrift, danke. Ja, Cousine, dann hat uns Sabrina geschrieben. Und warte, den ersten Teil, wir wollen ja hier keine Lobhudeleien, obwohl ja doch schon, kommen ganz ehrlich. Hallöchen, ja. Meine zwei lieben Podcaster, ich muss wirklich sagen, ich liebe es euch zuzuhören. Die Mischung macht's bei euch, entweder habe ich Tränen voll Lachen in den Augen oder weil ich gerührt bin. Am allermeisten liebe ich es, dass ihr es schafft, mir als Frau das Gefühl zu geben, dass ihr Frauen achtet. Oh, alles, was ihr sagt, klingt respektvoll, auch wenn mal der ein oder andere Witz unter die Gürtellinie geht. Aber es ist die perfekte Mischung. Oh, danke. Ich habe da leider ganz andere Erfahrungen gemacht. Mit 17 habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt. Das hätte nicht passieren dürfen. Nach 6 Jahren
ständiger Kontrolle und Einschüchterung, in dem Alter war ich da ganz einfach zu beeinflussen, habe ich mich dann endlich getrennt. Aber dann ging der ganze Stress erst richtig los. Noch weitere 5 Jahre hat er mich verfolgt und vieles mehr. Es ist so viel passiert, was man in dem Moment einfach weggesteckt hat und weiter funktioniert hat. Man schämt sich so und lässt so viel mit sich machen. Im Nachhinein wird einem klar, dass es keinen Grund gab, sich zu schämen. Aber ich muss auch sagen, dass das Rechtssystem nicht auf meiner Seite stand. Ich war so häufig bei der Polizei und auch vor Gericht, dass mir da jetzt echt noch schlecht wird. Ich hatte jahrelang mit Übelkeit und Erbrechen zu kämpfen, da es mich so gestresst hat. Und jedes Mal vor Gericht war es die Hölle. Er hat es mit seiner charmanten Art geschafft, mich wie ein kleines Mädchen dumm dastehen zu lassen. Ich war fassungslos, dass selbst Beweise, die ich hatte, ignoriert wurden. Selbst Zeugen wurden nicht angehört. Ich hatte mir extra eine Anwältin spezialisiert auf Stalking gesucht. Auch die hat mich nicht so unterstützt, wie ich es gebraucht hätte. Ich bin in einer Nacht- und Nebelaktion mit Hilfe meiner Familie in eine andere Stadt gezogen, weil es sonst nie aufgehört hätte. Auskunftssperre sei Dank hat er mich auch nicht gefunden. Es ist wirklich so viel passiert, dass ich das auch alles gar nicht mehr zusammenkriege. Aber das alles macht natürlich was mit einem. Zum einen hat es mich stärker gemacht und ich weiß ganz genau, was ich will und kann das auch gut kommunizieren. Andererseits bin ich auch ziemlich schnell darin, mich festzulegen und keine Kompromisse mehr einzugehen. Mein neuer Partner, der mir auch durch die Zeit hindurch geholfen hat, ein wirklicher Schatz ist er, hat es nicht immer leicht mit mir. Ich kann nicht sagen, was da manchmal los ist bei mir, aber ich kann es dann auch nicht in Worte fassen, was mich so fühlen und agieren lässt. Aber wenn ich euch höre, geht's mir gut. Selbst wenn es auch manchmal schwere Kost ist, aber das gehört zum Leben dazu. Ihr gebt mir auf jeden Fall immer ein gutes Gefühl. Ich liebe es zu lachen, denn das machen viele Leute viel zu wenig. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht lache und mit euch einmal die Woche ist es ja auch garantiert. Macht bitte weiter so, ich hoffe, ihr macht das noch ewig. Eure Sabrina. Toll. Ja, das ist diese Offenheit. Ja, und das ist natürlich ein Brett, das dir da passiert ist, Sabrina. Aber toll, dass du das mal hier mit uns geteilt hast, weil es gibt mit Sicherheit HörerInnen, denen ähnliche Schicksale nicht erspart wurden. Und es ist immer schön zu wissen, dass man nicht alleine ist. Ja. Und ist heute Morgen habe ich noch auf WDR 5 was in Sachen Gleichstellung und Gleichberechtigung gehört von Frauen. Und das war interessant, weil dann haben, es gibt ja eben halt jetzt seit 1, 2, 3, 4 Jahren die Frauenquote, was Vorstände angeht, Aufsichtsräte und sowas alles. Und dann hatten sie eben halt ein paar Frauen, die wirklich in Vorstände von Firmen sind und gefragt, was ihnen so widerfahren ist und ob sie damit zufrieden wären. Und und da berichtet selbst, ich glaube, sie war Geschäftsführerin bei Seidensticker in Bielefeld. Da berichtet sie selbst eine Frau, dass es immer noch vorkommt, nee, die war das nicht, aber die andere aus dem Familienunternehmen, dass es immer noch vorkommt, dass die Leute sagen, ja, wann kommt denn die Chefin? Können Sie mir schon mal einen Kaffee bringen? Bei Vorstellungsgesprächen und sowas alles, ne? Und da sieht man natürlich, inwieweit das tatsächlich immer noch in so vielen Köpfen festgemeißelt ist, dass Frauen keine Führungsperson sind, auch nicht sein können, nicht sein dürfen, etc., etc., was natürlich ein Unding ist. Ja, absolut. Ich war am Sonntag, waren wir bei der lieben Helen, liebe Grüße übrigens, danke. Frühstücken und die hat auch im Konzern gearbeitet, lange. Und alles war gut. Die ist ja, glaube ich, sehr, sehr gut in ihrem Job als Informatikerin, als Informatikmanagerin. Aber kaum war sie schwanger, stieß sie im Konzern an die berühmte gläserne Decke. Und sie sagt, da hat sich nichts geändert. Ist wirklich, hat er so eindrucksvoll geschildert. Wahnsinn, ne? Und ich bin gegen Quoten, aber wenn es nicht anders geht, und das ist dann in Konzernen, gerade in den Vorständen so, dann brauchen wir zumindest übergangsweise eine Frauenquote. Ja, und man muss immer wieder, man glaubt natürlich oft durch das Leben in seiner Filterblase, dass es vieles gar nicht mehr heutzutage so das Problem wäre, wie vielleicht King-Shaming oder was weiß ich nicht noch alles.
Und dann stellst du einfach durch solche Zuschriften fest, oh, hoppla, nee, so einfach wie wir es auch gerne hätten, scheint es offensichtlich nicht zu sein. Und darum ist es genau wichtig, dass man von immer wieder neuen Sachen erfährt, dass man sich neu justiert, dass man die alten Sachen nicht vergisst. Ja, und dass man darauf hingewiesen wird, wenn man auch vielleicht mal einen Bock geschossen hat. The times, there are a changing und es gibt noch viel zu tun. Was ist dein Song für heute? Erstmal nochmal Cousine Johannes. Sorry. Cousine Johannes, den müssen wir noch abbinden. Schön, dass du uns schreibst. Schön, dass wir auch Fans unter 40 haben. Genau. Das freut uns sehr. Bleib uns wohl gesonnen. Entschuldige, dass wir da nicht zurückgekommen sind. So, entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Ich möchte dir jetzt das Wort in Sachen Spotify Playliste erteilen. Ja, was ist das denn da mit deiner Liste? Was ist denn da? Ja, ach so, genau, was da ja, natürlich weiß ich es genau. Und ich freue mich. Ich habe am Sonntag in alten Zeiten geschwelgt. Jetzt könntest du sagen, ja, was auch sonst. wenn die neueren Schauspieler, die dir zu Hamburg einfallen, Henry Wahl und Heidi Kaber sind. Aber eine Band, die ich damals sehr verehrt habe, weil sie waren die Vertreter des deutschen Jazzrock, heute sagt man Fusion, in den 70er, 80er Jahren, war die Ulmer Band Kran um den Bassisten Helmut Hattler. Ja. Und Ingo Bischoff an den Keyboards, ne? Ja, leider schon verstorben. Aber die aktuelle Besetzung ist ja quasi die Urbesetzung mit Peter Wolbrand Gitarre und Jan Friede, der ja eigentlich Wolbrands Peters Bruder ist und Helmut Hattler. Und Helmut Hattler, da hatte ich zeitlebens immer viel mit zu tun. Ich habe mal das Rheinauen-Festival in Bonn moderiert und irgendwann kam Helmut Hattler mit seinem damaligen Projekt mit Jo Kraus, mit dem Trompeter Tap 2. Ja. Und dann habe ich die so lange angesagt, dass irgendwann der Veranstalter so von der Seite sagte, jetzt ist auch mal gut, weil ich eigentlich einfach alles über Helmut Hattler wusste. Und Helmut kam auf die Bühne und war am Geier und wir klatschten uns so ab und er sagte, ey, da waren Sachen dabei, die wusste ich selber nicht mehr. Ja, geil. Deswegen nehme ich jetzt eine Nummer von, die mich auch als Drummer sehr beeinflusst hat, damals, 74. Und das ist die Nummer Nam Nam von Kran. Ah, super. Das gefällt mir, dass du heute so launig mit so einem Ding um die Ecke kommst, weil ich bin heute auch eher skurril unterwegs. Ja, skurril ist das bei mir, glaube ich, auch. Ja, aber musikalisch profund, mein Lieber. Wusstest du eigentlich, dass Udo Damm auch mal bei Kran gespielt hat? Ja, das wusste ich. Und über Udo Damm kam ich dann auf die Band Lake. Da müssen wir uns demnächst nochmal drüber unterhalten. Das ist richtig. Und Gary Brown hat sogar 2 Jahre bei Kran gespielt. Ja, alles richtig. Aber um Himmels Willen, ich wollte dich nicht aufhalten. Aber nein, ich habe bei Gary Brown mal einen Workshop mitgemacht und ist ja wirklich so ein unglaublicher Drummer. Das gibt es nicht. Ja. Scheiß drauf. I agree. Ich habe heute eine Nummer genommen, die ich damals als Single gekauft habe. Und ich habe mich einfach, weißt du, wie das so ist? Ich war, am Freitag war das Konzert, am Samstag war noch schönes Wetter. Und ich habe mit meiner zauberhaften Gattin, die ich aufs Tiefste verehre und die ich wirklich anbetungswürdig finde, und auch nach 23 Jahren schockverliebt wie am ersten Tag, ich nicht nur ihren Geist, ihren klugen, sondern auch ihren tollen Körper, ihr alles. ich kann es dir gar nicht sagen, ich liebe diese Frau. Und wir saßen, klingt so alles gut. Wir saßen so gemütlich in unserem Strandkorb, hatten eine Flasche Ruinart Rosé, weil ich gesagt habe, du, gestern habe ich, komm, lass uns einfach sitzen, es ist noch warm. Komm, wir holen uns so eine Decke und jetzt ein Gläschen Champagner. Und als es dann unter der Decke etwas in beiderseitigem Einverständnis übergriffig
wurde. Flatulenzen deinerseits. Ja, da war es wieder, das Komiker-Krokodil. Es musste zuschnappen. Ja. Da erinnerte ich mich an einen Song namens Sex and Candy. Aha. Von der Gruppe Marcy Playground. Ein sehr lassives Stück mit dem Refrain I smell sex and candy here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Stopp! Man kann die Nummer ja auch spielen, ne? Ja, ja. Und Sex and Candy heißt sie. Ja, Sex and Candy. Ja. Und der Text ist einfach auch schon sehr lassiv. And there she was, like double cherry pie. Yeah, there she was, like disco superfly. Oh la la, ja. Und ich liebe den Song einfach. Der ist wirklich sehr lassiv und sehr, ich glaube, der ist auch sehr augenzwinkernd gemeint. Ja. Und hab mich gefreut einfach. Weißt du, manchmal änderst du dich einfach an Nummern. Ja, ich hatte schön. Die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und ich dachte mir, komm, die nehme ich. Marcy Playground. Ich weiß nicht, ob die noch viele Hits hatten, aber Sex and Candy war definitiv ein Radiohit. Ich werde das gleich überprüfen. Mein Nachbar hat mich auf eine Champagner-Verkostung eingeladen. Da geht es jetzt in einer halben Stunde rüber. Und dann werde ich die, nicht, dass ich was mit ihm anfangen möchte, aber... Wir werden, weißt du schon, welchen Champagner es gibt? Nee. Jetzt musst du dir mal vorstellen, ich Idiot. Hoffentlich hört er uns nicht. Egal. Auf jeden Fall. Es war jetzt Urlaubssaison. Erst waren wir in Urlaub, dann war er in Urlaub und der DHL-Bote hatte uns eine Kiste Champagner vor die Tür gestellt, die aber nicht für uns bestimmt war. Mhm. Ich wusste aber nicht, dass da Champagner drin ist in dieser Kiste. Da stand nur Weinhandlung so und so. Jetzt bin ich nicht der große Weintrinker, also habe ich die Kiste nicht angerührt. Irgendwann war unser lieber Nachbar wieder da und dann habe ich ihn umgetroffen. Jetzt sag ich mal, wir haben eine Kiste für dich. Und er sagt, ach Gott, ja, Mensch, ich habe mich da schon gemeldet. Die Kiste schon galt schon als verloren. Also wenn ich die behalten hätte, wäre gar nicht aufgefallen. Ja, das hätte DHL bezahlt. Sagt er, die ist voll mit Champagner. Übrigens, wie wäre es denn, wenn wir das mal zusammen verkosten? Da bin ich dabei, alle, ne? Ja, und schon war deine Champagnermüdigkeit wie verflogen. Wie weggeblasen. Und heute ist der Termin. Zweimal verschoben, jetzt geht's gleich dran. Ach, wunderbar. Ja, dann wünsche ich euch einen gesegneten Durst. Ja, zumal ich jetzt am Wochenende auch Der Rausch gesehen habe. Da schmeckt es auch gleich viel besser. War der gut, der Film? Der war gut, der war gut. Ach, wir hatten nur das Pech, dass wir waren im, wie heißt das Kino, Astor oder Astoria. Ja. Das ist ungefähr in der Speicherstadt. Das ist wirklich das tollste Kino, in dem ich jemals war. Mit so elektrisch verstellbaren Riesensesseln. Es wird am Platz serviert, wobei ich bis heute noch nicht einsehe, dass man überhaupt im Kino was essen oder trinken muss. Auf jeden Fall in unserer Reihe saßen vier Touristenpärchen und die hatten wohl, die haben das eher so als Komödie, glaube ich, verbucht. Und die haben wirklich auch an den schlimmsten Stellen, haben die einfach gegeiert. Währenddessen haben sich die eine oder andere Flasche Wein bestellt. Das hat mir jetzt so ein bisschen verlitten. Aber der Film ist gut. Sehr gut. Ach, das ist, im Kino war ich schon lange nicht mehr. Und ich gehe auch mit meiner Frau nicht so gerne ins Kino, weil die hat so eine Art, sie möchte nicht gestört werden beim Film sehen. Das kann ich gut verstehen. So, pass auf. Jetzt, ich weiß nicht mehr, welcher Film es war. Vor Jahren. So, wir gehen ins Kino. Und so schräg über uns in der Reihe sitzen so fünf vierschrötige Gesellen, bunt tätowiert, 60er Oberarme, grundsätzlich kein gut gelauntes Gesicht und sind am Bier trinken, am Chips essen und kommentieren die ganze Zeit den Film. Und meine Frau regt sich immer mehr auf, kann man auch mal die Fresse halten? Was soll das Gelaber? Und in einer Lautstärke, dass ich irgendwann mal so sie angestoßen habe und gesagt, ich sag, dir ist schon im Klaren,
dass ich höchstens einen von denen schaffe. Und ey, die kann dann einfach nicht alle. Sie muss dann, die regt sich da so drüber auf. Und ich habe ihr natürlich gesagt, bist du wahnsinnig? Ey, die hauen mich aus dem letzten Hemd. Ey. Glump. Ja, und du machst hier die Riesenwelle und sagst, die sollen die Fresse halten und so. Ja. Das kannst du doch nicht machen. Ich hoffe, die Sache ging gut aus. Ja, ich habe mich woanders hingesetzt. Nein, habe ich nicht. Ja. Ich habe einfach nur gebetet, dass sie gut gelaunt sind und meiner Gattin so wie ich alles verzeihen. Ach, Till, jetzt haben wir schon wieder hier. Es ist diese verdammte Sehnsucht nach Reden. Es ist diese Sehnsucht nach Reden. Ja, heute war aber auch, heute ging es aber auch wieder quer durch. Ein wilder Ritt. Durchs wilde Kurdistan sozusagen. Ja, um Himmels Willen. Sprech nicht über Kurdistan. Ruckzuck nein, nein, sind Böf, wir wieder. Böf Stroganow, Kurier des Zahn der Jäger aus Kurpfalz auf grüner Heide. Graf so. Joster. Ja. Dann Ombre Soler. An der Waterkant. mein guter alter Freund Val Enzia und Ali Kante. Apropos Spanien. Wir waren jetzt hier direkt an der Alster beim Italiener. Mhm. Porto Novo, ne? gilt als Edelitaliener. Weil er diese Lasagne mit Mozzarella serviert. So weit führt er, glaube ich, gar nicht. Also gilt als Edelitaliener. Ist eine Top-Lage. Okay. War jetzt zwischendurch auch ausgebrannt, wie sich das für einen anständigen Italiener in der Pandemie gehört. Mhm. Und hat jetzt wieder eröffnet. Und dann war ich erst mit Mike Herm da. Mittagessen. Ah. So, Essen mittelmäßig, okay. Service nicht vorhanden. Du bist nicht, also auch der Chef in fröhlichen Farben, das Polohemd hochgeklappt, guckt grundsätzlich nicht dahin, wo du sitzt. Ja, und dann wollte ich bezahlen, als wir da Mittagessen waren, Mike und ich. Und dann sagt die Kellnerin, ja gut, das ist aber zu wenig Trinkgeld hier, ne? Aber, was? Ja, aber für einen Service, der nicht vorhanden war, ne? Das kommt noch hinzu. Jetzt waren wir am Samstag nochmal da, Perlo und ich. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. Ich meine, so ein bekannter Italiener, das Porto Novo direkt an der Alster, das gibt's so alle gar nicht. Wir wieder dahin und dasselbe Spiel nochmal. Perlo bezahlt und gibt auch Trinkgeld, ich sag mal so 10%. Und sie hält weiter die Hand auf und sagt, nö, das ist zu wenig. Ich fasse es nicht. Ja, und das so, in den 80ern hätte man sich ja nicht gewundert, aber ey, wir sind ja, Leute, wir sind 40 Jahre später, das muss doch jetzt, das geht doch nicht, oder? Ja, draußen, hieß es früher draußen nur Kännchen, jetzt heißt es draußen nur Scheine. Ey, das ist wirklich, also so eine Frechheit, da gehe ich nie wieder hin. Ja, ich wundere, dass du es. Also du bist beim zweiten Mal aber auch nur hingegangen, um dich nochmal zu überprüfen, oder? Ja, also der liegt so gut und also das wäre, ich hatte mir denn, gedacht, ich wollte da eigentlich meinen Geburtstag feiern. Das war die Idee. Ja. Ne? Weil man sitzt da schön auf so einem Deck direkt am Wasser. Super. Mm. Aber es geht einfach nicht. Er will nicht. Er will es nicht. Er will nicht, finde ich gut. Leute. Habt ihr sie denn mal angesprochen? Habt ihr dann gesagt, gnädige Frau? Nee. Wie kommen Sie denn darauf? Nee, sowas mache ich grundsätzlich nicht. Meine Rache ist, ich gehe nicht mehr hin. Guck mal, ich hab dir eine zweite Chance gegeben. Ja. So, und dann erzähle ich es einfach weiter. Und das habe ich hiermit getan. Bitte. Ja, ja. Und 1 Million Leute hören dir zu. Das ist sehr gut. So, und ich möchte jetzt eine Einladung aussprechen an deine Gattin und auch dich. Wenn ihr wieder in Hamburg seid, das wird ja nächste Woche sein, dann gehen wir mal zum richtig schönen Italiener. Ich leite euch ein oder lassen wir es mal krachen. Dann lassen wir es mal krachen. Aber eins kannst du mir jetzt schon versichern, wo wir nicht hingehen, nämlich ins Porto Novo. Ganz, ganz genau. Also, zauberhaft. Das ist was eine Frechheit, oder? Einladung angenommen, ich kann es gar nicht glauben. Das muss ich gleich hier erzählen. Das wird... Ich habe aber jetzt bei TripAdvisor und Co. habe ich jetzt schon öfter gelesen von diesem Laden. Naja, aber das nur so nebenbei. Von mir hast du es nicht.
Ne? Wie nennt man das? Wie nennt man dieses Konzept? Gastgewinnung durch Ablehnung? Früher sagte man entweder wegen Reichtum geschlossen oder der Wirt hat es nicht mehr nötig. Ja, wir haben ja neulich schon gesprochen, dass viele Geschäfte, so wie Louis Vuitton oder Rolex, solche Firmen, es mittlerweile darauf absehen, den Kunden zu demütigen. Ja. Und ich auch ganz klar sage, ja gut, das klappt auf jeden Fall. Bei mir ja, ich werde auf keinen Fall eins dieser Produkte noch kaufen. Danke, tschüss. Ja, wir sind dann zum Weitertrinken sind wir an den Mittelweg gegangen. Ich weiß gar nicht, wie das auf Italienisch heißt. Hausnummer 26, das ist jetzt ein Italiener. 26 nennen die sie, glaube ich, im Internet. Und siehe da, Sizilianer vom Feinsten. Ja, bitteschön. Ach, dann haben wir es doch wieder und dann freue ich mich schon auf die ausgesprochene Einladung. Kann es kaum erwarten, dich nächstes Wochenende beziehungsweise schon nächste Woche in meine stark behaarten Arme zu schließen, mein Lieber. Ich sage Arrivederci, ich sage Servas, ich sage Hasta Luego, denn Hasta Luego, das heißt Tschüss, ja. Mein lieber Atze. Hasta pronto, bis sehr bald, sage ich. Hombre solea. Und bedanke mich für diese tschüss, wundervolle ciao. Sendung. Danke, ciao. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.